reizende Gegend, in die sich dieser Vater verkrochen hat. Das macht unser Vorhaben nicht leichter. Lassen Sie uns also keine Zeit vergeuden und mit den Vorbereitungen anfangen. Damit das allen klar ist, wir bereiten uns hier auf einen militärischen Schlag vor. Wir benötigen Kriegsschiffe und müssen uns um die Versorgung unserer Stützpunkte kümmern. Strindberg, Sie wollten eine zweite Chance. Hier ist sie. Selbstverständlich, Mr. Thorne. Ich werde Ihnen eine Armada aufbauen, gegen die dieser durchgedrehte Computer keine Chance hat. Sie können sich blind auf mich verlassen. Sparen Sie sich die Beteuerungen. Wenn Sie etwas beweisen wollen, beweisen Sie es durch Taten. Das ist Ihre letzte Gelegenheit dazu. Ja, da sind wir wieder. Und nun zu Ihnen. Wir müssen eine Versorgungsbrücke errichten und den Warennachschub sichern. Das ist Ihr Part. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Ja. Oh, wir sind hier wieder mit Anno 2070 in einer schönen neuen Welt. Sie ist nicht so neu, aber... Ja. Doch minus 80. Ja, Pasta? Du hast ein gutes Gespür, was die Bewohner dieser Stadt brauchen. Danke. Stimmt, wir haben hier tausende von diesen Sachen hier gebaut. Ja, das war noch Zeiten früher. Ich muss quasi überall gleichzeitig sein, wenn ich die Firma an der Spitze halten will. Oh. Wieso produzieren die da Spaghetti? Hat sich das hier irgendwie selbstständig gemacht, seitdem ich da war? Oder es geht hoch, okay. Oh, die Bio-Drinks, die können wir gar nicht liefern. Das ist noch nicht... Tycoons will ich gar nicht anfangen zu bauen. Genau, die sind ja an solchen Orten. Achtung, ah. Produktionsstillstand. Zu viel Kohle wird hier gerade abgebaut. Hier haben wir gar nichts. Und hier ist schon einer. Ah, tolle Wurst haben wir hier heute ausgesucht. Ja, müssen wir wohl überleben hier mit. Ein schmuckes Häuschen, ein guter Job. Was will man mehr? Eco-Ingenieure. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Meine Haare sitzen nicht gut. Ja, ist alles klar. Mann, die steht jetzt gerade ein bisschen beängstigend heute. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, hier Tycoon-Angestellte. Wie viel haben wir eigentlich? Tycoon, die wollen Tycoon-Angestellte ver... Ja, wohin soll ich denn die klatschen hier? Ist eine gute Frage, wohin die ich die hinschicken will, die Tycoon-Arbeiter. Da vorne, da sind Menschen zwischen den Ruinen. Das müssen Überlebende von Fathers Raketenangriff sein. Wir müssen ihnen helfen. Wo zum Teufel soll ich jetzt hier mit abnormalen Tycoon-Angestellte hinklatschen? Hier habe ich... nein, kein Platz.
Ey, ist doch zum Kotzen jetzt. Na, geht nur hier. Und dann mal einen schönen Weg rundherum. Den Tycoon-Arbeit ist natürlich scheißegal, ob es jetzt hier ein bisschen schmutzig ist oder nicht. Also die sind hier... Nee, wie wollte ich das denn bauen? Nicht so. Tycoon-Häuschen. Hier einfach nochmal hin. Okay, Bereich ist blockiert. Das verstehe ich ja noch. So, wir brauchen ja mal ein bisschen Tycoon. Natürlich ganz toll von mir, muss ich echt sagen. Das ist ja nur so, eigentlich so hin. Doch, denen geht's gut. Ah, die wollen eine Aktivität. Casinos. Wenn ich das jetzt mache. Okay, passiert nichts. So. Wege kommen gleich. Wir müssen irgendwie diesen... Ey, wartet mal. So. Wir müssen jetzt mal hier... So, will ich mal Platz lassen. Neue Gebäude zum Bau bereit. Sind das dieses Jahr hau ich die Ersparnis auf den Putz und kauf uns auch so eine tolle Karre. Genau, das sind die Getränke von diesen hernetten Dingens da. Ich würde sagen, die bauen wir hier irgendwo hin. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Was? Fruchtbarkeit für Reis. Aha. Was gibt's hier unten? Ja, dann bauen wir auch hier etwas Schönes hin. Aber wir müssen ein bisschen... Nee, dann muss ich noch ein anderes Schiff hier irgendwo. Ja, die Legacy oder Legacy, wie man es auch auf Englisch ausspricht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir hier wieder mal ein bisschen Werkzeuge. Natürlich für die unten zu versorgen. Nö, wo ist denn? Genau hier. Und ab zum Reis. Wir bauen hier Spirituosen an. Hier sehen wir wieder ein paar... Oh, plus 900. Oh, wir kommen über die 1000 Grenze. Juhu. So. Alles abladen hier. Und jetzt bauen wir Spirituosen. Wir sind Virituos. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Nur zwei. Hätten wir es auch ein bisschen näher bauen können, ehrlich gesagt. Ich glaube, das machen wir es gleich mal ein bisschen näher zusammen. Flicken, schustern. Wenn die nur hier irgendwie nur zwei kosten... Ja, dann ist ja... Ach, die sprießen schon. Ist ja... Ach, so. Da will noch eine Runde. So. Und ein bisschen Wege bauen. Was auch ever hier. So. Mal schön verbinden. Hier die Lage. Können wir hier durch. Los. So. Haut hin. Ist, okay. Da ist noch so ein Dings da. Eine Spirituosenfabrik. Da kann man ein bisschen saufen. Sich
besaufen vor allem. Achtung, Produktionsstillstand. Ja, wir überproduzieren, ist ja natürlich klar. Aber, ja, so, reicht wohl gerade nicht. Das würde reichen, aber dann müssen wir hier wieder einen Weg hinschustern. Und irgendwo noch Spirituosenwälder hin. Hier geht noch ein paar. Hier können wir, glaube ich, auch noch hinklatschen. Jupp. Also gut, die haben hier noch kein Fältchen. So. Genau, falsch herumgebaut. Dann geht da nämlich keins mehr hin. Ja, so, so. Und ja, du kommst auch noch gleich dran. So und so. Ich glaube, das wär's dann gewesen. Und wie viele Spirituosen wir jetzt einnehmen? Boah, ist recht viel. Strategiekarte, genau. Reis. Können wir noch ausweiten auf Spirituosen? Haben wir da drei Plätze, oder? Ja. Reicht. Sehr schön. So, jetzt machen wir hier alles hin. Ja, genau, das wollte ich. So, und wir können nach oben surfen. Okay, Fisch haben wir nicht so viel. Kohle können wir verkaufen. Weil dann ist sehr toll. Kohle, raus damit. So. Nun. 39, boah. Ja, Aktivität können wir jetzt hier. Geht das so genau? Energieversorgung mangelhaft. Na, wo? Wo? Okay. Baut entsprechende Kohlevorkommen ab. Muss auf einer freien Fläche errichtet werden. Ach so, das sind die Dinger. Warnung. Produktion gestoppt. Registriere demografische Veränderungen. Wie viel Strom können die eigentlich hier aufnehmen? Das würde mich noch interessieren. Okay, 60 haben wir jetzt. 3 gebe. ...180 Überschuss. Das ist reichlich. Heute Morgen schon hatte ich so ein Gefühl, dass das ein guter Tag wird. Du willst schon Hamburger haben. Tycoon-Angestellte wollen die doch haben. Jo. Und nur noch ein Weg. Scheiße. Schnell hier Notlösungen. Wegen drohenden Problems an Straßen. Okay, können wir ihn abreißen. Brauchen wir nicht, sorry. Warnung. Feindliche Einheiten in diesem Sektor registriert. Na und? Ich registriere Aktivitäten auf Ihrem Stützpunkt. Hektische Vorkehrungsmaßnahmen. Ich werde herausfinden, was Sie planen. Das ist mir persönlich eigentlich noch schnauzegal, was da hier labert. So, da oben können wir noch an. Ja, wie viel haben wir jetzt? 270, da müssen noch mehr hin. Da müssen eindeutig noch mehr hin.